So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ich stelle mich doof an. Ach ne, Endergames heißt es. Genau. Ist aber fast dasselbe. Eben gerade habe ich eine Runde gespielt. Oh nein, meine KD wird wieder schlechter. Da habe ich. Wobei, ich habe zwei Leute getötet. Warum wird meine KD schlechter, wenn ich zwei Leute töte und dann sterbe? Ich weiß es nicht. Normalerweise, wenn ich 1,64 habe und dann zwei Leute töte und sterbe, dann habe ich doch eigentlich in der Runde eine 2 zu 1 Statistik gehabt. Wieso wird meine KD dann schlechter? Okay. Ja, aber dann bin ich doof gestorben. Ich habe gesehen, dass der Gegner auf mich zukommt mit einem Buff und habe mir gedacht, oh ja, wird ein Schinken sein und rennt trotzdem auf ihn zu. Ja. So schlau war ich. Und dann war ich tot. Oh, ich habe den Bogen, was mir nichts bringt. Oh, hier ist ein Ritter unterwegs. Ich bin Kid Skorpion geworden. Ich mache wie immer eine zufällige Klasse. Ich hätte fast gesagt Rasse, aber es ist ja eine Klasse. Und da ist nur ein bisschen Fleisch drin, das ist nicht so schön. Zack, 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 alles meins, alles meins. Das könnt ihr behalten. Ich werf mich mal hoch. Oh. Okay, das war kein guter Wurf. Aber ich bin ja auch kein Enderman, ich bin ein Skorpion. Diesmal vielleicht kein so ein hinterhältiges Skorpion wie in der anderen Folge, aber vielleicht ja doch. Je nachdem, wie sich die Gegner benehmen. Ich kann schon gemein spielen, wenn ich möchte, aber. Wenn ich es nicht brauche, dann werde ich es auch nicht. Meistens habe ich ja relativ gute Gegner, die dann mir im Finale einen auf die Mütze geben. Und weniger welche, die. Oh. Und weniger welche, die direkt. Hä? Wieso hat er den nicht verzaubert? Ah, schade. Ich hätte gerne mein Schwert wieder. Oder mein Bogen. Ich habe drauf gedrückt. Das passiert mir in letzter Zeit auch öfters, dass ich da drauf drücke und dann wird nichts verzaubert. Da unten ist ein Spieler. Ich habe leider keine Pfeile. Sonst will ich den jetzt ein bisschen vorgiften. Ich bin tot. Ich weiß nicht, was für eine Klasse er ist. Ich habe leider das Problem, dass ich kaum Leben habe, weil der mich gut von unten hitten konnte. Oh. Muss ich jetzt aufpassen. Ich hätte gerne seine Pfeile. Oh. Oh, oh, oh. Jetzt kommt ein Gegner auf mich zu. Mit. Oh, shit. Hier ist das Ende der Map. Das ist nicht so gut. Scheiße, jetzt bin ich tot. Na? Ich muss hier ganz schnell weglaufen. Weil gegen natürlich so ein Ungeheuer im Nahkampf habe ich keine Chance. Ich sehe ihn nicht, doch da vorne sehe ich ihn. Er wurde getauscht. Was natürlich für mich nicht so gut ist. Ich habe richtig ein Problem, weil ich keine Ausrüstung habe und low life bin aktuell. Das Gute ist, ich kann hier zwischen Blätter durchgucken durch mein Texture Pack. Ah, ich habe gleich volle Leben wieder. Ich werde aber auch gleich geportet. Dankeschön. Uiuiui. Oh. Oh, oh, oh. Ich bin tot. Uiuiui. Uiuiui. Ich weiß nicht, wie ich ihn getötet habe, aber diese Pferdedinger sind so fies. Und jetzt habe ich 1000 Diamantschuhe. Uiuiui. Uiuiui. Dringend eine Eisenbrust machen. Ich könnte mir nochmal Diamantschuhe machen, ja. Das könnte ich. Ich brauche besseres Essen. Ich habe kein Essen. Aber wieso wurden mir eben gerade die Gegner so weit angezeigt und dann erscheinen die plötzlich beide neben mir? Das habe ich nicht ganz verstanden. Da hatte ich wirklich Glück, dass die sich gegenseitig gebettelt hätten. Wenn da nur einer gewesen wäre, wäre ich jetzt tot. Muss ich sagen. Wenn da nur das Ungeheuer oder nur. Nur einer von beiden. Dann wäre ich jetzt tot. Ich hatte echt Glück. Oh. Scheiße. Na komm. Tschüss.
Gegner entfernt sich. Ich kann mir einen Eisenhelm nehmen. Und den Scheiß wegwerfen. Erstmal den Lederscheiß. So. So, ich brauche eigentlich noch eine bessere Hose. Kann ich mir leider davon nicht machen, aber ich kann mir einen Dia-Helm machen. Poison. Ist schon ganz nett, Poison of, Potion of Poison. Als Skorpion ist das schon sinnvoll. Aber dann werde ich jetzt erstmal gucken. Weil ich kann ja als Skorpion auch mit Bogen vergiften. Alter, waren das eben gerade schon herausfordernde Kämpfe, muss ich sagen. Das hat echt nicht viel gefehlt. So, da oben ist er. Oh. Und hier bin ich. Ja gut. Oh, da ist Fleisch und ein bisschen Essen. Das nehme ich mir mal eben alles mit. Ich hoffe darauf, dass... Oh, ein Goldapfel. Das ist natürlich richtig geil. Ich brauche aber noch mal ein bisschen Eisen. Das ist kein Eisen. Auch kein Eisen. Eisen, Gott sei Dank. Ich habe genug Holz. Und habe eine Eisenhose. Gott sei Dank. Jetzt brauche ich nicht mehr mit der Lederhose rumrennen, damit ich nicht mehr aussehe wie der letzte Schlumpi. Und es sind noch 4 Spieler am Leben. Mich wundert es, dass die beiden eben gerade sich nicht gebettelt haben. Oh, Enderperlen. Sollte ich vielleicht auch ausrüsten. Huch. Aua. Da unten ist anscheinend wohl ein Spieler gestorben. Ich sehe Dias. Ja, was mache ich? Ich springe ins Wasser. Und guck mal eben, dass ich die Dias zusammenkriege. Oh, ich habe kein Eisen weggeworfen. Das war nicht so schlau. Und jetzt brauche ich die Dias immer noch. Bitte. Bitte mal eben kurz so. Gut. Sind nur 3 Stück. Nichts drin, was ich gebrauchen kann? Nein. Gut, wo ist der Gegner? Ist der oben oder ist der hier unten? Ich esse meinen Goldapfel und werfe mich hier raus. So. Dann gucke ich, wo der Gegner ist. Da ist er. So, jetzt ist er vergiftet. Geh hinter ihm her. Kumpel. Kumpel, lauf. Jetzt wurde er vergiftet. Von mir. Das freut ihn natürlich nicht besonders. Wo ist jetzt weiterhin? Ich sehe ihn nicht. Aua. Ja, okay, wir sind jetzt natürlich in dem Dilemma, dass alle 3 Spieler hier rumrennen. Ich muss mal eben eigentlich meine Gift Potion einsetzen, aua. Habe ich ihn getroffen? Nein. Oh. Jetzt hat er den anderen weggehittet. Und, flieht? Ah, flieht er? Ich weiß es nicht. Ich meine, mein Gift ist natürlich richtig fies. Wir wurden gerade getauscht, das heißt, ich kann mir ganz in Ruhe eben meine goldenen Äpfel machen. Uiuiui. Oh boy. Okay, ich kann meinen Goldapfel essen. Und gehe auf ihn. Na komm. GG, das war eine spannende Runde, sehr interessant. Ich hatte einen Goldapfel drin, deswegen konnte ich ihn Gott sei Dank gut weglassen. Er hat sich, denke ich mal, ein bisschen geärgert. Er hatte auch gar keinen Helm auf, ne? Wieso spielt man im Finale ohne Helm? Ich verstehe es nicht ganz, aber... Wow, war eine coole Runde. Also ich hatte einige Nahtoderfahrungen, muss ich schon sagen. Und am Ende hat mir mein Skorpion-Kit richtig geholfen, dass ich die Gegner mit Bogen vergiften konnte. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.